Die Mehrheit der Ahlul Ilm der, und der Usul-Ausrichtungen unterscheidet nicht zwischen diesen zwei Begriffen. Wajib und Fard. Beides ist, ja, das sind Synonyme. Wajib ist das Synonym für Fard und umgekehrt. Und dies gilt auch für die Rechtsschule der Hanabila. Auch die Hanabila machen das Gleiche. Sie unterscheiden eigentlich nicht. Eigentlich unterscheiden sie nicht. Also in den Usulwerken wird nicht unterschieden. Aber in der Praxis, in der Praxis, das heißt in dem praktischen Fiqh jetzt, den wir hier lernen, wird in insgesamt drei Stellen unterschieden. Im gesamten Fiqh gibt es drei Stellen, in denen sie zwischen Wajib und Fard unterscheiden. Und in allen Fällen hat der Fard, also ihm wird eine höhere Bedeutung zugemessen. Mashi. In all diesen drei Fällen ist der Fard höher angesetzt als die Wajib-Handlung. Der erste Punkt oder die erste Stelle, wo sie unterscheiden, das ist die Gebetswaschung. Die Gebetswaschung, der Wudu, und das ist gerade hier die Stelle, in der wir uns gerade befinden. Die Pflichthandlung, also der Wajib, ist im Wudu jene Handlung, die unter Umständen ausfallen kann. Sie kann unter Umständen erlassen werden. Während der Fard, was wir eigentlich auch als Pflicht übersetzen könnten, Pflichthandlung, aber ich übersetze es mal als Säule, um zu unterscheiden und differenzieren. Der Fard ist eine Handlung, die unter keinen Umständen ausfallen kann. Sie wird unter keinen Umstand erlassen. Und es gibt in der Realität nur eine einzige Handlung, die als Wajib bezeichnet wird im Wudu. Das ist die Tasmiya. Die Tasmiya. Wisst ihr, was die Tasmiya ist? At-Tasmiya, nicht die Niyya. Die Niyya ist eine Bedingung. Die Basmala sagt Abu Musa. Okay. Die Hanabila, nee, nicht nur die Hanabila, allgemein wird unterschieden zwischen den Begriffen Tasmiya und Basmala. Basmala bedeutet Bismillahirrahmanirrahim zu sagen. Tasmiya bedeutet nur Bismillah zu sagen. Maschi? Also die Tasmiya, wir reden hier von der Tasmiya. Also Bismillah zu sagen. Mit dem Namen Allahs. Mit dem Namen Allahs. Der Unterschied ist also, dass die Wajib-Handlung hier erlassen wird, falls man es vergisst oder falls man nicht von der Pflicht weiß, falls man nicht über die Pflicht unterrichtet ist. Der zweite Punkt, wo sie unterscheiden, ist im Kapitel des Hajj. Auch dort machen sie einen Unterschied zwischen Fard und Wajib. Auch das Gleiche hier, der Unterschied ist, dass eins davon, nämlich die Wajib-Handlungen, durch diverse, falls man sie ausgelassen hat, durch diverse Kaffarat, diese Büße, wieder sozusagen kompensiert werden können. Das kann ausgeglichen werden. Bei den Arkan ist das nicht der Fall. Sie müssten unbedingt ausgeführt werden. Und die dritte Stelle, wo sie dann unterscheiden, ist das Gebet. Auch im Gebet wird unterschieden zwischen Fard und Wajib. Und zwar ist die Wajib-Handlung jene, die kompensiert werden kann durch den Sajdatus Sahw, durch die, wie heißt das, diese Niederwerfung. Wie nennen Sie das? Korrekturniederwerfung oder so, Vergesslichkeitsniederwerfung, ja. Während die Arkan nicht einfach kompensiert werden können durch die Niederwerfung, sie müssen unbedingt nachgeholt werden. Da hier? Ist das verständlich, Mäschi?